Hallo und herzlich willkommen zum letzten Adventstürchen für den Adventskalender 2020. Das hier wird der dritte Adventsvlog und jetzt habe ich endlich Zeit, um auszurasten, weil ich habe heute ein Buch abgeholt. Heute ist übrigens der 16. Dezember, okay? Und guck mal, welches Buch ich schon in meinen Händen halte. When We Hope von Anne Petzold, der dritte und letzte Teil der Next Trilogie. Und oh mein Gott, ich freue mich so. Ich freue mich so dermaßen auf dieses Buch, weil ich weiß, dass es sich anfühlen wird, wie nach Hause kommen. Und ich freue mich auf dieses Gefühl. Und ich vermisse Ella und Jaehyung und ihre Schwestern und Next und einfach alles. Und ja, ich gebe zu, ich habe schon in diesem Buch rumgeblättert, weil ich einfach nicht warten konnte. Und ich freue mich so auf dieses Buch. Aber ich kann es auch nicht lesen. Weil ich habe jetzt vorgenommen, eben dieses Video zu drehen. Also das andere Video. Das, was ich gerade gedreht habe. Und jetzt werde ich schneiden. Das heißt, ich kann das Buch, ich denke, ich kann es auch nicht heute Abend anfangen, weil ich glaube nicht, dass ich so schnell mit dem Schneiden fertig bin. Aber ich werde morgen den ganzen Tag damit verbringen, dieses Buch zu lesen. Und ich freue mich so. Irgendwie will ich es ganz schnell durchsuchten. Und gleichzeitig will ich es auch so lange wie möglich hinauszögern, weil es halt der letzte Teil ist. Und ich will nicht, dass es schon vorbei ist. Weil diese Reihe gehört schon zu meinen Lieblingsreihen. Und ich will nicht, dass es vorbei ist. Und dann habe ich auch noch zwei andere Bücher gekauft. Und zwar ein Buch, das ich schon gelesen habe. Aber da gibt es jetzt eine Neuauflage. Und ich liebe dieses Buch so sehr, dass ich die Neuauflage jetzt auch gekauft habe. Und zwar Game On, schon immer nur du. Das ist der dritte Teil. Und in diesem Teil geht es um Ethan und Fiona. Und das ist nach Band 2 mein zweitliebster Teil. Also Band 2 ist mein Lieblingsteil und dann kommt Band 3. Ich glaube, sobald die ganze Reihe in der Neuauflage draußen ist, ich glaube, das ist, wann kommt der vierte in der Neuauflage? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, sobald der vierte in der Neuauflage draußen ist, werde ich, glaube ich, einen Game-On-Marathon starten und einfach alle Game-On-Bücher nochmal lesen, weil ich liebe diese Reihe. Ich habe ein bisschen hier drin rumgeblättert und ich vermisse Ethan und Fiona und die zwei zusammen und ja, ich vermisse einfach die ganze Reihe. Und dann habe ich noch The Music of What Happens von Bill Konigsberg. Ist das ein Deutscher? Ah ne, es ist ein amerikanischer Autor. Okay, wie spricht man das dann aus? Konigsberg? Konigsberg? Weiß nicht. In diesem Buch geht es um Jordan und Max. Und die zwei sind eigentlich sehr unterschiedlich. Doch dann müssen sie irgendwie einen Foodtruck übernehmen. Doch beide haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Doch dann überwinden sie gemeinsam einige Hindernisse und merken dabei ganz langsam, dass zwischen ihnen mehr ist als bloß Freundschaft. Und erstens mal ist es Gay Romance. Und ich liebe Gay Romance. Und dann habe ich das hier vorne gelesen. Hier oben redet Max über Jordan und hier unten Jordan über Max. Und als ich das gelesen habe, ich war so, oh mein Gott. Mehr von euch zwei wissen und ich freue mich so auf dieses Buch. Und eigentlich lese ich noch Zwei Leben in einer Nacht. Da bin ich immer noch auf Seite 75. Ich werde dieses Buch aber für When We Hope kurz passieren, weil eben morgen werde ich When We Hope suchen und dann werde ich, glaube ich, Zwei Leben in einer Nacht lesen und dann gucke ich mal, was ich lese, weil so der Plan ist, dass ich bis am Sonntag alle Videos bis auf diesen Vlog für den Adventskalender fertig kriege. Und ab dann mache ich einfach mal so 2 Wochen sozusagen Ferien. Dann werde ich einfach 2 Wochen kein Video drehen, kein Video schneiden. Ich werde einfach nur da sitzen, existieren und lesen. Das ist so der Plan. Und damit dieser Plan Wirklichkeit werden kann, muss ich mich jetzt hinsetzen und ein Video schneiden. Ah, ich kann noch das Türchen von heute aufmachen. Heute ist der 16. Das ist das hier. Das ist so ein kleiner Lippenbalsam. Der riecht gut. Und dann ist noch ein Paket gekommen und ich weiß, welche Bücher das hier drin sind. Und zwar hat eine Freundin von mir His Package gelesen von Penelope Bloom. Und sie hat ein paar Passagen aus diesem Buch vorgelesen. Und wir haben uns beide einfach nur totgelacht. Und dann haben wir erfahren, dass ein Charakter aus diesem Buch, der einfach nur genial ist. Ja, ich kann das sagen, obwohl ich das Buch noch nicht gelesen habe, weil sie mir Stellen vorgelesen hat von Dingen, die er gesagt hat. Er ist genial. Dann haben wir jedenfalls herausgefunden, dass er seine eigene Geschichte hat und es ist, glaube ich, Her Cherry. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal dabei bin, kaufe ich gleich die ganze Reihe. Also ja, ich habe noch kein einziges Buch aus dieser Reihe gelesen. Ich habe jedenfalls jetzt alle 4. Das sind einfach so Bücher, die sind einfach witzig. Und ja, ich glaube, das wär's. Ich werde mich jetzt mal endlich hinsetzen und dieses Video schneiden. Und dann werde ich heute Abend vielleicht noch eine Folge Vampire Diaries gucken. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Thank you.
Es ist 8 Uhr abends. Ich melde mich auch mal wieder. Ich habe heute Morgen mit When We Hope angefangen. Ich bin jetzt auf Seite 243. Ich habe nur noch 150 Seiten. Wie zur Hölle kann das so schnell gehen? Und der dritte Teil entwickelt sich gerade zu meinem Lieblingsteil, weil es sind einfach so dermaßen viele Szenen hier drin, wo ich einfach da sitze und zergehe, weil es einfach so süß ist und so romantisch und so zuckrig und einfach so toll und auch einfach so die Gefühle von Ella und Jaehyung und wenn sie zusammen sind und wenn sie miteinander reden und einfach alles. Alles an diesem Buch ist einfach perfekt. Ich liebe dieses Buch. Also Band 1 habe ich schon geliebt, Band 2 habe ich vergöttert und ich weiß nicht, was mit Band 3 ist. Aber Band 3 ist sogar noch genialer als Band 2 und ich liebe einfach dieses Buch. Und irgendwie, ich will es jetzt durchsuchten. Ich werde es ja wahrscheinlich auch durchsuchten. Aber ich habe Angst vorm Ende. Ich habe echt Angst vorm Ende, Mann. Und ich will nicht, dass es vorbei ist, weil ich habe noch 150 Seiten und dann ist es vorbei. Es ist dann wirklich vorbei. Ich will echt nicht. Diese Reihe gehört wirklich zu meinen Lieblingsreihen und jedes Mal, ich muss nur an diese Reihe denken und ich bin glücklich. Und jedes Mal, wenn ich ein Buch lese oder eine Szene nochmal lese, ich fange einfach an zu grinsen, weil, oh mein Gott, ich liebe einfach diese Reihe. Ich liebe Ella, ich liebe Jaehyung und ich weiß nicht, wie Anne Petzl das hinkriegt, aber ich liebe die zwei von Band zu Band einfach immer wie mehr und mehr und mehr. Und Band 3 ist einfach Perfektion. Und in Band 3 lernt man auch mehr über die koreanische Kultur kennen. Man lernt sehr viel über Essen, also dieses Buch sollte man nicht lesen, wenn man Hunger hat. einfach alles ist perfekt und ich liebe einfach alles und sehr wahrscheinlich werde ich dieses Buch heute Abend beenden. When We Hope beendet. Ich habe es heute Morgen angefangen und jetzt bin ich fertig und es ist einfach vorbei. Und ich habe am Ende ein bisschen geheult, weil es halt vorbei ist und weil es einfach so dermaßen wunderschön und romantisch und toll geschrieben war und Band 3 ist mein Lieblingsteil. Also ich hätte nicht gedacht, dass man Band 2 noch toppen kann, weil ich liebe Band 2. Und dann kam When We Hope und ich wurde eines Besseren belehrt und ich liebe einfach dieses Buch. Am liebsten würde ich es jetzt einfach gleich direkt nochmal von vorne anfangen, weil es einfach so schön ist und so mir so viel mitgibt und ich Ella und Jaehyung jetzt schon vermisse und es ist einfach vorbei. Ich habe dieses Buch beendet, bevor es überhaupt offiziell erscheint. Ich liebe jedes einzelne Wort in diesem Buch. Und jetzt ist irgendwie so 1 Uhr morgens oder 1:30, ich weiß es gar nicht. Deshalb sollte ich jetzt schlafen gehen und ich habe gerade Entzugserscheinungen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Hallo! Ich kann nicht mehr guten Morgen sagen, weil ich glaube, mittlerweile ist 2:50 oder so. Ich habe bis jetzt meine To-Do-Liste abgearbeitet. Ich bin noch lang nicht fertig. Heute Morgen habe ich so kleine Sachen gemacht, die ich die ganze Zeit aufschiebe. Die Sonne ist da. Die ich mittlerweile aber nicht mehr aufschieben konnte. Und jetzt werde ich verschiedene Sequenzen für ein Video drehen. Und dieses Video sollte, wenn alles nach Plan läuft, am 21. Dezember online gegangen sein. Und bevor ich das jetzt mache, mache ich zuerst mal die Türchen auf. Heute ist der 18., oder? Das heißt Türchen Nummer 17 und Türchen Nummer 18. Nummer 17 ist Früchtetee und Nummer 18 ist ein Sticker, aber ich weiß jetzt gerade nicht, aus welchem Buch das ist. Und ja, irgendwie bin ich wieder in einem Book-Hangover. Ich habe erst gerade den Book-Hangover von Kasadim 2 überwunden und jetzt bin ich schon wieder in einem wegen When We Hope. Und ich habe das große Bedürfnis, die ganze Reihe nochmal zu rereaden und zwar jetzt. Aber ich kann das nicht machen. Und ja, jetzt sollte ich mal vorwärts machen, dass ich heute noch irgendwas hinkriege auf meiner To-Do-Liste. Und ich habe die nächste Reihe jetzt übrigens so hier oben aufgestellt. Und ja, ich höre jetzt mal auf zu prokrastinieren und mach weiter. Es ist Sonntag, 2:30. Und alles, was ich bisher gemacht habe, ist existieren. Ich existiere, dann existiere ich weiter, dann esse ich was, dann existiere ich wieder. Zwischendurch atme ich, dann inhaliere ich BTS.
Dann musste ich mich davon abhalten, dass ich weder Casa Dim 2 noch When We Hope rereade. Dann habe ich wieder existiert, wieder ganz viele BTS-Reels angeguckt. Und jetzt gerade bin ich damit beschäftigt zu existieren. Ich habe mir jetzt gedacht, ich fange jetzt mal an, aufzuhören zu existieren. Also ich existiere immer noch, aber ich tue noch was neben dem Existieren. Und zwar habe ich gestern das Adventstürchen wieder nicht aufgemacht und heute habe ich es auch noch nicht aufgemacht. Das heißt, ich mache das jetzt. Es ist eine Kerze und zwar Mr. Tumnus. Ich glaube, das ist aus Narnia, oder? Die riecht echt gut. So, Nummer 20. Ich weiß nicht ganz, was das ist. Jedenfalls steht hier Starfall drauf und ich nehme jetzt einfach mal an, das ist das Reich der Sieben Höfe inspiriert. Und es ist richtig schön. Fokussierst du bitte nicht mein Gesicht? Und jetzt weiß ich auch nicht. Ich könnte mal duschen. Dann werde ich lesen. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Es ist jetzt 10 vor 6. Ich bin mit meiner Familie ein bisschen spazieren gegangen. Dann bin ich nach Hause gekommen und eigentlich wollte ich lesen. Dann hat mir eine Freundin aber das Lied Epiphany von BTS geschickt und ich habe dieses Lied gehört und dieser Text, diese Stimme, diese Melodie, einfach alles ist so wunderschön. Und dann, ich wollte nur kurz zwei Sätze notieren für zwei Charaktere in meiner Geschichte, weil die zwei Sätze mir in den Sinn gekommen sind, währenddem ich dieses Lied gehört habe. Und jetzt sitze ich hier, 1212 Wörter später, und habe mich selbst zum Heulen gebracht. Ja, jedenfalls habe ich jetzt die letzten 45 Minuten damit verbracht, diesen Textabschnitt zu schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Den ich nicht fast vergessen hätte und keine Ahnung, seit 2 Tagen nicht mehr gefilmt habe. Es ist mittlerweile Dienstag? Ist Dienstag? Ich weiß es nicht. Dienstag, der 22. Dezember und es ist 3:30 oder so. Und ja, in den letzten Tagen habe ich nicht wirklich was gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe existiert. Eigentlich wollte ich heute das Frau Müller-Video drehen, aber ich hatte heute Morgen einen Termin. Und meine Mutter hat heute Geburtstag, das heißt, ich habe sowieso nicht den ganzen Tag Zeit und ein Frau Müller-Video braucht einen ganzen Tag. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, Frau Müller auf nächstes Jahr zu verschieben, weil sie braucht auch mal Urlaub. Heute werde ich ein Journal with Me drehen, aber ich muss noch bis um 4 Uhr warten, weil heute wurde für 2 Stunden in der ganzen Straße der Strom abgestellt. Das heißt, ich kann das Licht nicht anschalten und ohne Licht ist das Tageslicht einfach zu wenig für ein Journal with Me, deshalb kann ich das noch nicht drehen. Und ja, ich habe noch 2 Türchen, die ich nicht aufgemacht habe. Ich bin sehr konsequent mit meinem Adventskalender, merkt man's? Es sind so Brezelsnacks. You will be the sweet, I will be the salty. Okay, ich probiere es jetzt. Die sehen irgendwie aus wie Maltesers. Ja, was? Das ist lecker doch. Und dann jetzt noch das 22. We wish you a merry, merry Christmas time. Oder merry? Nein, very merry. We wish you a very merry Christmas time. So, und jetzt? Ich weiß nicht, habe ich irgendwann mal mitgeteilt, dass ich hier drin weitergelesen habe? Ich glaube nicht. Jedenfalls bin ich jetzt auf Seite 137 und ich könnte dieses Buch in einem Zug durchlesen, aber irgendwie dieses Buch zieht schon so ein bisschen runter. Also in diesem Buch geht es ja um 2 Leute, die sich in einem Chatforum angemeldet haben, und zwar dem Death Wish, glaube ich. Und dort sind eben Leute, die sich selber umbringen wollen. Und in dieser Nacht sind Sam und Kasper dran und das Ganze ist so eine Challenge, also sie haben 5 Challenges und am Ende von dieser Nacht werden die beiden sterben. Und es gibt in diesem Buch eine Triggerwarnung. Und falls ihr gerne Triggerwarnungen durchlest, lest sie durch, weil Caroline Wahl beschreibt die Gefühle von Casper und Sam so dermaßen gut. Also man leidet richtig mit den beiden mit und auch einfach, wie Caroline Wahl so
alltägliche Dinge erklärt. Und einmal hat sie in diesem Buch so gesagt, im Leben geht es ja sehr oft um die ersten Male. Bei ihnen in dieser Nacht geht es jetzt nur noch um die letzten Male. Zum Beispiel das letzte Mal Pizza essen, das letzte Mal den Himmel sehen, das letzte Mal die Sterne sehen. In dieser Nacht geht es nur um die letzten Male. Und irgendwie, ich weiß nicht, sie schreibt das so, dass es richtig eng wird in der Brust. Dass man so richtig mitleidet und einfach, sie schreibt das so gut. Also eben, Triggerwarnungen, lest sie euch durch. Es ist so gut. Aber es zieht auch gleichzeitig so runter und irgendwie deshalb. Ich weiß nicht, wie lange lese ich dieses Buch jetzt schon? Eine Woche? Ich weiß es nicht. Ich lese es immer so häppchenweise. Und ja, derzeit warte ich auch noch auf Don't Hate Me. Ich hoffe jeden Tag, dass Don't Hate Me ankommt. Weil ich ein verzweifelter Bücherfreak bin, werde ich nachher noch mal kurz zum Briefkasten gehen. Nachdem ich beim Briefkasten war, werde ich das Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter abwaschen. Ich und meine Schwestern schenken ihr neue Pfannen und die muss man zuerst noch waschen, damit sie sie dann gleich benutzen kann, wenn sie will. Und dann werde ich das Journal with me drehen und das ist so der Tag. Ja, yeah, das ist so der Plan. Ich atme produktiver, wird's heute nicht mehr. Das ist so mein Tagesmotto. Mittwoch, der 23. Dezember und ich werde diesen Vlog jetzt, glaube ich, beenden, weil heute mache ich nicht mehr wirklich was Weltbewegendes. Ich habe in den letzten Vlogs nichts Weltbewegendes gemacht, aber ihr versteht, was ich meine. Ich werde diesen Vlog jetzt beenden, weil der Vlog sollte morgen online gehen. Das heißt, ich kann morgen sowieso nicht mehr vloggen. Hübsch, oder? Und ich habe heute ein Päckchen bekommen und zwar mit Wolkenschloss von Kerstin Gier. Und ja, ich habe Wolkenschloss schon, aber man konnte Bücher von Kerstin Gier personalisiert signiert bestellen. Ich freue mich so, dass ich jetzt eine Signatur von Kerstin Gier habe. Und ich liebe dieses Buch. Und dann ist hier noch ein Brief gekommen und zwar sind das die Sprüchekarten zu der, wie heißt die Reihe? Love Is Reihe von Katinka Engel. Die konnte man für eine Weile auf Instagram direkt bei ihr bestellen. The scary part is the calm after the storm. Love is hard, love is sweet, love is mild, love is loud, love is bold, love is wild. Dafür kann ich nichts, das passiert immer einfach so. Normalerweise fluchst du wenigstens ab und zu. Ich bin ein großartiger Sorgenfresser. Zum Frühstück, zum Abendessen. Manchmal genehmige ich sie mir sogar als Snack zwischendurch. Die werden jetzt dort hinten bei den Büchern aufgehängt, da auf der Seite. Ich habe schon andere Karten und die werden jetzt auch dazu aufgehängt. Das wäre es, glaube ich, gewesen. Don't Hate Me ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, es kommt morgen an. Ich habe keinen Leinenzug. Ich habe ja noch den Adventskalender. Ich mache das 24 einfach jetzt schon auf. Nummer 23 ist eine Kerze, und zwar Fletcher University. Das sind ja die Bücher von Tammy Fischer.
Das klingt richtig gut. Und dann jetzt noch Nummer 24. Das ist so eine Büchertasche und es steht drauf, I'd rather be reading. Ganz deiner Meinung, Büchertasche. Und ja, ich glaube, das sind jetzt wirklich alle Dinge. Und ich würde sagen, ich beende dieses Video jetzt und damit auch den Accord of Wonders Christmas Adventskalender 2020. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Adventskalender eine kleine Freude machen. Ihr hattet eine schöne Adventszeit und jetzt wünsche ich euch wunderschöne Weihnachtstage, frohe Weihnachten und später dann einen guten Rutsch ins 2021 und... Ich hoffe, jedes Mal euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!